Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das nächste Update meines Subclass-Videos und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das letzte Mal habe ich ja drei Klassiker gezogen und was soll ich sagen? Sie waren alle drei gut. Ich kann es nicht anders sagen und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten. Und zwar war die Kategorie ein Ein-Wort-Titel und da habe ich mich für Zitata von Hermann Hesse entschieden. Ja, wer dazu mehr wissen möchte, schaut euch meinen Lesemonat vom Oktober an. Ich verlinke ihn euch in der Infobox. Da habe ich fast 5 Minuten über dieses Buch gesprochen. Es war für mich ein unglaublich tolles Buch, das mich wieder absolut gefesselt hat. Es war mir relativ klar, denn ich finde den Schreibstil von Hermann Hesse einfach sensationell und deswegen war es für mich einfach ein sehr, sehr gutes Buch. Das zweite Buch war keine englische oder deutsche Originalsprache und da habe ich mich dann für Dostojewski entschieden, Originalsprache Russisch, aber ich habe es natürlich auf Deutsch gelesen, denn ich kann kein Russisch, aber ja, da habe ich mich für Der Spieler entschieden, weil es eben auch ein sehr dünnes Büchlein von ihm ist. Ist mein zweites Buch von Dostojewski nach Verbrechen und Strafe und auch das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich fand es vom Schreibstil leichter zu lesen als Verbrechen und Strafe. Ich weiß nicht, ob ich es mir nur eingebildet habe, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es war ein bisschen einfacher zu lesen. Und es war für mich auch ein gutes Buch und das werdet ihr dann im Lesemonat vom November sehen. Und das dritte Buch war Ein Zufallsautor von A bis Z und da hatte ich ja ein H. Und da habe ich mich dann für Heinrich Böll, Der Zug war pünktlich, entschieden. Eine Erzählung, die mir gut gefallen hat. Falls ihr euch fragt, warum hier oben so ein Zettelchen drin ist, das ist die Stelle, an der die Frau auftaucht. Das habe ich mir extra markiert, warum auch immer. Ja, es war für mich ein sehr spezielles Buch, weil es war, ich will nicht sagen schwierig geschrieben, aber es ist auf jeden Fall kein Buch, bei dem man schnell durchkommt. Es ist relativ langatmig, was ich aber auch nicht schlimm fand, denn es geht eben um diese Zugreise und wir haben immer wieder die Gedanken dieses Menschen, der eben hier die... Da war die Speicherkarte voll, als letztes eben dieses Buch. Es war sehr interessant zu lesen. Wir haben eben immer wieder die Gedanken dieses Mannes, der von seinem Fronturlaub zurück an die Front fährt und der eben die ganze Zeit diesen Gedanken im Kopf hat. Diesen Menschen sehe ich jetzt zum letzten Mal. Diesen Ort sehe ich zum letzten Mal. So, jetzt fahre ich über die Grenze. Das war das letzte Mal, dass ich in Deutschland sein werde. So, und das ist natürlich sehr bedrückend und sehr emotional. Und deswegen war für mich diese Langatmigkeit auch auf jeden Fall total gerechtfertigt. Es ist aber ein sehr spezieller Schreibstil. Also wie bei allen Klassikern, lest in eine Leseprobe rein. Ich fand es gut, aber ich muss sagen, es ist nicht mein Favorite. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, muss ich sagen. Also wer es schon mal lesen wollte, tut es. Es ist jetzt kein Klassiker, den ich in die Kamera halte und sage, lest ihn, er ist der Wahnsinn. Bei den anderen beiden würde ich das schon sagen. Hier ist es auch mein erster Heinrich Böll. Also vielleicht freunde ich mich ja noch ein bisschen mehr mit seinem Schreibstil an. Aber ansonsten kann ich sagen, waren es drei tolle Klassiker, die mir sehr gut gefallen haben. So. Und bin sehr froh, dass ich so eine Art Klassiker-Subclass gemacht habe. Und ich würde sagen, wir ziehen drei neue Kategorien. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir dieses Mal haben. Ich bin auch am Überlegen, vielleicht zwei, drei Kategorien noch hinzuzufügen, weil mir in letzter Zeit auch ein paar Kategorien eingefallen sind. Zettel Nummer 1 haben wir ein unbekanntes Buch. Oh, da bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir eine 5-Sterne-Vorhersage. Und wir haben... ein Buch, das sehr oft im Regal untergeht. Ja, ich würde sagen, ich suche die Bücher raus und wir sehen uns gleich wieder. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Es war gar nicht so einfach, die drei Bücher sich rauszusuchen. Denn ja, vor allem bei dem unbekannten Buch ist es mir echt schwer gefallen, ein Buch rauszusuchen. Und ich habe jetzt eins aus meinem Regal genommen, das eher unbekannt ist. Vor allem im deutschen Bereich habe ich das Gefühl, man
hört es nicht so oft. Im Englischen habe ich es sehr häufig gesehen. Aber so ein richtig unbekanntes Buch an sich ist mir tatsächlich nicht untergekommen. Fangen wir aber erstmal an mit einem Buch für eine 5-Sterne-Vorhersage. Und da habe ich mich für George Orwell, Farm der Tiere, entschieden. Ja, ich habe von George Orwell bisher noch gar nichts gelesen, auch nicht 1984. Es steht aber hier hinter mir. Ich wollte erst das nehmen, habe mich jetzt aber für dieses hier entschieden, weil ich muss sagen, rein von der Thematik spricht mich das hier ein bisschen mehr an. Und ich glaube, dass das wirklich ein 5-Sterne-Buch für mich sein könnte. Es geht um eine Fabel von 1945, in der George Orwell die Ereignisse nach der Russischen Revolution und dem Stalinismus erzählt oder verarbeitet. Und er erzählt darin, wie die Tiere einer Farm sich zusammentun, um die menschliche Herrschaft abzuschütteln und fortan in brüderlicher Freiheit zu leben. Doch es entstehen bald Konflikte und Rivalitäten und es erweist sich, dass auch in einer Gesellschaft der Gleichen manche gleicher sind als andere. Und ich fand, das hat sich sehr gut angehört, weil es irgendwie mal was anderes ist, das Ganze aus einer Art Tiersicht zu erzählen. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Buch. Dann habe ich ein Buch, das in meinem Regal sehr häufig untergeht. Und da habe ich mich für Die Mütter von Britt Bennett entschieden. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Buch mehr so im amerikanischen Raum bekannt ist. Im Deutschen habe ich das bisher noch gar nicht so oft gesehen. Und ich hatte mir das mal als Mängelexemplar gekauft. Und ich freue mich sehr darauf, es zu lesen, denn ich glaube, dass es ein sehr, sehr gutes Buch ist. Und zwar geht es darum, die Mütter, so nennen sich die alten Frauen in der kleinen kalifornischen Gemeinde Oceanside. Mit Geheimnissen kennen sie sich aus, weniger gut damit, sie zu bewahren. Das von Nadja Turner etwa, deren Mutter sich das Leben genommen hat. Nadja, die mit Luke, dem Sohn des Pastors, die jetzt ein Baby bekommt oder vielmehr beschließt, es nicht zu bekommen. Aber das ist erst der Anfang einer Geschichte voller Zuneigung und Komplikationen. Ja, ich fand, es hat sich sehr spannend angehört und ich habe im englischsprachigen BookTube-Bereich nur Gutes über dieses Buch gehört. Und deswegen freue ich mich sehr, es jetzt zu lesen und ja, werde euch auf jeden Fall berichten. Und ich finde das Cover wunderschön. Das ist, glaube ich, dasselbe wie im Englischen. Da bin ich sehr froh, dass der Verlag da das übernommen hat. Und dann das unbekannte Buch. Da habe ich mich, wie gesagt, für ein Buch entschieden, das eher so ein bisschen im Deutschen unbekannt ist. Es gab es auch längere Zeit nicht im Deutschen. Es ist jetzt, glaube ich, auch vor gar nicht so langer Zeit im Deutschen erschienen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Im Englischen nennt es sich The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampire von Grady Hendrix. Ja, im Deutschen, wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube irgendwie Southern Gothic oder so. Bitte nagelt mich nicht fest. Gebt einfach mal Grady Hendrix ein. Es geht hier um Vampire. Und zwar geht es um Patricia. Ja, ihr Mann ist ein Workaholic. Ihre Teenager-Kinder leben ihr eigenes Ding. Sie kümmert sich um ihre senile Schwiegermutter. Nebenbei hat sie noch eine endlose To-Do-Liste. Und das Einzige, was ihr irgendwie so ein bisschen Freiheit, Halt und Privatleben sozusagen gibt, ist eben ihr Buchclub. Und genau, an einem Abend nach dem Buchclub wird sie von einem Nachbar attackiert und ein super toller Nachbar, Neffe eines Nachbarns namens James tritt in ihr Leben. Er reist viel, er liest gerne und ja, Patricia hat so ein bisschen, sie fühlt so ein bisschen was sie schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr gefühlt hat. Und ja, auf der anderen Seite der Stadt werden aber Kinder vermisst und ja, auch sehr viele Tote tauchen plötzlich auf. Und ja, Patricia hat irgendwie das Gefühl, dass dieser James eben mehr so ein bisschen der Böse ist als jetzt der tolle Mann. Und ja, wie man hier vorne schon Slaying Vampires. Es geht um Vampire. Ich musste es natürlich haben. Ich habe mich noch nicht so ganz rangetraut, weil es halt auf Englisch ist. Und es hat fast 400 Seiten. Ich freue mich aber drauf, es zu lesen, denn Vampire sind mein Ding. Und ich glaube, dass das wieder eine sehr geile Vampir-Story werden könnte. Und sie hat ja auch den Award, den Bram Stoker Award gewonnen. Ja, cool, ich wusste gar nicht, dass es den gibt für My Best Friend's Exorcism.
Auch den möchte ich super gerne noch lesen, aber ich werde erstmal das hier von ihr lesen und ich dachte, das passt ganz gut, weil ich finde, im englischsprachigen BookTube sieht man das gefühlt auf jedem zweiten Kanal, im Deutschen sieht man das Buch überhaupt nicht und ja, dementsprechend möchte ich es jetzt gerne mal lesen und freue mich darauf, ja, da jetzt mal ein bisschen mehr einzutauchen in diese Grady Hendrix Horrorwelt und ich finde das Cover so cool gemacht mit diesen Orangen, nein, Pfirsiche, das sind Pfirsiche. Und dann mit diesen Einstichen der Vampirzähne. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich glaube, dass es sich relativ einfach lesen lässt. Wie gesagt, es gibt es auch auf Deutsch. Und genau, das sind auf jeden Fall die drei Bücher, die ich mir dieses Mal rausgesucht habe. Ich bin gespannt, wie lange ich diesmal brauchen werde. Ich denke wahrscheinlich, dass ich an diesem Buch hier am längsten lesen werde, aber ich habe extra geguckt, dass ich keine super dicken Bücher mir raussuche, weil ansonsten schaffe ich diese 4 bis 6 Wochen-Regel nicht, wobei ich die bisher, glaube ich, nicht einmal eingehalten habe. Aber naja, darum geht es ja nicht. Wir haben ja alle Spaß am Lesen, wir wollen uns ja keinen Druck machen, aber deswegen dachte ich mir, ich suche mir jetzt nicht gerade die dicksten Bücher aus. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch wieder ausgesucht habt dieses Mal und auch wie euch die Bücher vom letzten Mal gefallen haben, die ihr euch ausgesucht habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!